Ihr Lieben, wir haben wieder eine Couch, wie ihr seht. Diesmal ist sie nicht blau, sondern beige. Ja, und dementsprechend werden manche Themen doppelt behandelt. Das heißt, ein kurzes und ein langes Video auf der Couch sind die langen Videos. Ihr kennt das am Thumbnail, das haben wir ja schon erklärt. Wenn ihr es nicht wisst, fragt die anderen. Irgendwer wird es wissen oder wir schreiben es in die Beschreibung. Ist völlig egal, jetzt hätte ich es auch schon erklären können. Aber wir sind auf der Couch und das heißt, wir können labern. Ja, so wie immer. Genau, und wie wir das gemacht haben, und wir mögen das auch immer noch. Danke für euer Feedback auf jeden Fall zu der ganzen Geschichte. Ohne Feedback läuft es nicht. Und wenn es nicht läuft, dann kommen Sie eventuell nicht zum Orgasmus. Und darum geht es heute. Sie kommt nicht zum Orgasmus. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein Problem ist, was ja doch häufiger ist, als man sich so vorstellen kann. Viele gehen vielleicht auch davon aus, dass man immer zum Orgasmus kommen muss beim Sex. Muss man ja gar nicht, ja? Also das schon mal vorweg. Das ist ja gar nicht so das Ziel, was man jetzt immer anstreben muss, dass man immer zum Orgasmus kommt. Der Weg kann auch das Ziel sein. Aber wenn sie nie kommt, dann ist das problematisch. Und es gibt ganz viele Gründe, die dazu führen können. Genau. Ja, und vor allem macht man sich ja einfach Gedanken. Hä, ist irgendwas nicht mit mir in Ordnung? Also das ist ja eigentlich, ne? Immer dieses mit den Selbstzweifeln. Ja, genau. Das kommt bei der Frau. Und beim Mann kommt auch Selbstzweifel. Es kommt selten Zweifel am anderen. Sondern meistens Zweifel an sich selbst. Bringe ich es nicht? Bin ich nicht gut genug? Was kann ich denn jetzt machen, dass sie kommt, aus männlicher Sicht und aus ihrer Sicht eben ja. Und in der Regel ist das dann ein Teufelskreis, weil wenn man nicht darüber spricht, dann ja, werden diese Zweifel einfach immer größer und dann ist vielleicht nachher wirklich der Sex nicht mehr so schön wie am Anfang und so unbeschwert. Und das kann man ja verhindern. Genau. Und es gibt ganz viele Ursachen und je nach Ursache ist die Lösung eine andere. Eine Sache: Beckenbodenspannung. Wenn die Beckenbodenspannung zu gering ist, gibt es kaum Reibung. Gleichzeitig könnte man sagen, oh, der Penis müsste größer sein. Den kann man schwerlich vergrößern. Eigenfetteinspritzung führt zu Knubbeln, haben wir im Video zur Penisgröße ja schon erwähnt. An der Beckenbodenspannung kann man aber was machen, ne? Also genau. Ähnlich wie auch beim Bauchmuskeltraining kann man hier auch den Beckenboden trainieren. Genau. Und somit also einfach die Reibung erhöhen, indem natürlich da ja die Vagina, der Vaginaeingang verkleinert wird. Genau, und das ist die empfindsame Zone, das ist der Bereich, die G-Zone, ja, aber natürlich auch der Bereich drumherum. Das ist der Bereich, der Spannung aufbaut und damit mehr Druck, damit mehr Reibung, damit auch mehr Lust, mehr Empfinden. Ja, und genau, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die man machen kann. Genau, denn wir machen ja diese ganze Geschichte mit dem Beckenboden, ja, da kommt ja eine ganze Serie zu, die jetzt angefangen hat, die mache ich ja nicht ohne Grund, ja, mit Eileen zusammen. Warum machen wir das? Damit ihr mehr lernt, wie kann man den kontrollieren, weil den Penis zu vergrößern, will ich keine Serie zu machen. Das ist Muckefuck. Vielleicht kommt da mal was zu, aber später. Aber was aber auch sein kann, also manche kennen vielleicht auch noch gar nicht so diese vaginale Stimulation, sondern nur die klitorale und sind vielleicht auch nur über die klitorale Stimulation zum Orgasmus gekommen. Ob das jetzt halt beim Solo-Sex oder beim Sex, beim Vorspiel, wie auch immer war. Ja, und da ist ja dann auch die Frage, ob man die Vagina mit einbezieht und dann auch wie, ob jetzt ein Spielzeug ist oder durch das Einführen eines Fingers, mehrerer Finger. Zwei sind meiner Ansicht nach aufgrund dessen besser, weil sie mehr Stabilität bieten. Das heißt, mit zwei Fingern kann man einfach mehr Druck aufbauen. Wenn man die Finger noch zum Gegendruck, das ganze Video zum Fingern, da sind ja die ganzen Techniken drin. Aber wichtig ist einfach, dass dieser Bereich schon aktiv ist. Denn jeder kennt das, wenn ich aus dem Kalten losstarten will beim Sport, das läuft nicht so einfach. Da hole ich mir eher eine Zerrung, habe ich eher ein Problem, weil der Körper nicht darauf eingestellt ist. Wenn das ganze System aber schon auf Lust, auf Bewegung, auf Erregung eingestellt ist, ja bams, dann kann sie auch kommen. Also, ne? Aber jetzt sind wir eigentlich schon sehr in die Praxis gegangen, denn das Ganze kann natürlich auch andere Gründe haben. Also gehen wir mal so, sag ich mal, in die Theorie oder auch in die Psyche, was man sich für Gedanken macht. Oder ja, man kann natürlich auch abgelenkt sein durch irgendwelche anderen Faktoren. Also ne, jeder kennt das, man hat vielleicht noch, ist ein Gedanken auf der Arbeit, in der Schule, wo die Eltern sind draußen irgendwo und rumoren rum, der Vater mäht den Rasen, der Rasenmäher geht aus und man denkt, oh Mist, jetzt könnte sein, dass er zurück ins Haus kommt, aber ich darf mein Zimmer nicht abschließen, was weiß ich. Solche Gedanken, die können total irritieren. Manche finden es vielleicht auch toll, ja, aber vielleicht bei den Eltern gerade nicht. Wie dem auch sei, ja. Also da muss man einfach gucken, dass man solche Störfaktoren ausräumt. Ja, und das wiederum, so diese Ablenkung zum einen, aber dann kann das Ganze natürlich auch zu einem inneren Stress führen, so eine Unruhe, ne, dass man dadurch vielleicht auch nicht zum Orgasmus kommt. Ja. Und kann da auch ein Grund sein. Ja, und wichtig ist vor allem, dass ihr bei diesen ganzen Gründen, die wir aufzählen, jetzt, dass ihr überlegt, was trifft denn eventuell auf mich, beziehungsweise meine Partnerin oder eben die Frau selber, was trifft dazu? Denn es muss gar nicht alles Mögliche sein. Es müssen nicht die ganzen 10, 20, 30 Ursachen sein.
sondern meistens ist es eine, die im Vordergrund steht. Und da muss man sich vielleicht auch eingestehen, hey, läuft es bei uns in der Beziehung gerade gut oder nicht? Habe ich gerade da einen Riesenstress? Oder mit der Familie? Ist es deswegen so, weil ich gerade im Abitur stecke? Oder ist es so, weil es das erste Mal ist, was ich sowieso nicht, oder die ersten Male, da ist so viel Aufregung mit im Spiel, was passiert jetzt, was macht er, was macht sie? Kommt mal zur Ruhe, geht in euch und guckt, welcher dieser Gründe passt denn überhaupt? Weil meist, wenn man ihn erkannt hat, Kommunikation ist wichtig, hast du ja eben auch schon mal gesagt, ne, wenn man drüber reden kann. Ja, wie geil ist das denn? Ja, das ist das Geilste, was euch passieren kann. Eine Partnerin oder ein Partner, mit dem man reden kann und sagen kann, hör mal zu, also ich finde es zwar geil, aber ich komme irgendwie nicht. Und was du jetzt eben schon angesprochen hast, dieses mal zu sich selbst finden, das spielt natürlich auch beim Sex dann eine Rolle, weil oft ist es so, dass man sich viel zu sehr darauf fokussiert, ob es dem anderen gerade gefällt und ganz aus den Augen verliert, was mir eigentlich selber gefällt. Also natürlich ist das gut, dass man auf den anderen Rücksicht nimmt und auch, dass man ja schaut, dass man einfach irgendwo einen gemeinsamen Nenner natürlich findet, dass beiden der Sex Spaß macht. Aber es sollte nicht dazu ausarten, ja, dass man wirklich jetzt nur noch darauf den Fokus legt, den anderen zu befriedigen, genau. Sondern ich selbst bin auch wichtig, natürlich. Ja, und das ist bei Männern übrigens ganz genauso. Also das ist was, diese ganze Psychoschiene, die ist bei Männern genauso. Ja, wenn er nicht kommt oder keine Erektion kriegt oder zu früh kommt, dann kann das sein, dass er zu sehr mit dem Gefühl bei sich oder eben bei der Partnerin ist. Überlegt mal, denkt ihr die ganze Zeit beim Sex an euren Partner? Ja, wie fühlt er sich gerade? Kommt er gleich? Was macht er denn? Oh, und jetzt, was macht er? Oder seid ihr auch bei dem Gefühl, was passiert mit mir? Was fühle ich? Was spüre ich? Was passiert in meinem Körper? Das ist ja ganz viel, was passiert. Oder noch nicht mal beim Partner, oder dass man nur mit den Gedanken beim Partner ist, sondern man macht sich einfach die Gedanken um ganz andere Sachen. Wie sehe ich gerade bei der und der Stellung aus? Ja, ne? Stimmt, ja. Oder, es ist bei Frauen auch ganz normal, wenn sie zum Orgasmus kommen, dass sie einfach an Gesichtsfarbe dazu bekommen. Und solche Sachen sind einem eventuell auch unangenehm. Nehmt euren Körper so an, wie er ist. Dazu gibt es ja auch schon ein Video von uns. Thema Selbstbewusstsein. Das ist auch wieder, ja, was ganz anderes. Denkt darüber nach. Und auch Drogen, Alkohol, solche Sachen können Einflüsse haben. Wenn ihr merkt, hey, ich bin jetzt, ich kiffe jeden Tag und das schon seit Jahren, dann kann das auch sein, dass das euch verändert hat, körperlich und psychisch. Genauso bei Alkohol. Ja, ob es jetzt einmalig ist, nach der Party, ich bin total besoffen und bin nicht gekommen. Ja, wen wundert's? Ja, also fragt nur mal die Männer aus der Umgebung, da geht's nicht nur um Frauen. Oder es kommt gar keine. Ja, natürlich enthemmt es einem im ersten Moment. Aber es kann auch dazu führen, dass eine Frau beispielsweise dann an Feuchtigkeit verliert, dass sie einfach zu trocken ist. Männer übrigens auch beim Speichel, beim Lecken, ja. Klar, wenn sie feucht genug ist, geht das, dann gleicht sie das aus. Aber es kann genauso gut sein, dass man einen total trockenen Mund bekommt. Auch beim Küssen merkt man das ja. Also solche Sachen, das hat schon einen körperlichen Einfluss auch. Ja, und auch, dass Männer gar nicht mehr dann kommen können. Ja, geschweige denn Erektionen bekommen und solche Geschichten. Also das kann auch sein. Und das kommt natürlich auch auf die Drogen an. Grundsätzlich, wenn ihr merkt, oh, ihr kommt nicht zum Orgasmus und ihr nehmt regelmäßig Drogen, überdenkt auch das mal. Überdenkt das sowieso. Ja, ganz andere Geschichte. Ich will jetzt auch keine Drogenexzessgeschichten irgendwie in den Kommentaren lesen, so ein Quark. Das kann Einfluss haben. Und was auch noch, oder? Ja, genau, was auch noch einen Einfluss haben kann, sind natürlich die Stellungen. Es kann ja sein, dass ihr festgefahren seid auf eine Stellung. Sagen wir jetzt einfach mal Klischee auf die Missionarstellung. Und ihr habt vielleicht noch gar keine andere Stellung ausprobiert. Oder dann keine Variationen davon. Ja, also oft ist es ja auch ganz einfach, da eine Variation zu schaffen. Einfach indem man das Becken anders stellt, ne, oder mal ein Kissen unterschiebt. Genau, also gerade bei der Missionarstellung, Wiener Auster, sie nimmt die Beine hoch, sie baut Beckenbodenspannung auf, indem sie die Beine zusammendrückt, indem sie die Beine etwas höher nimmt oder eher die Beine etwas drückt, schiebt, wie auch immer, an den Oberschenkeln, Knien greifen, Kissen unterlegen, sie beugt sich ihm entgegen oder er rutscht ein Stück höher, dadurch ist mehr Reibung an der Klitoris oder er rutscht ein Stück weiter tiefer, dadurch ist auch Penetrationstiefe natürlich bedingt, also solche Sachen haben ja einen Einfluss. Na klar, Missionarstellung, haben wir schon was zu gesagt, aber behaltet das im Kopf. Ja, also die Klitoris wird gleichzeitig anders stimuliert und die G-Zone. Und vergesst nicht, Klitoris und G-Zone hängen eigentlich zusammen. Eigentlich ist es ein Nervengeflecht. Das bedeutet, das Ganze, wenn ich oben, unten, wie auch immer, die Zwischenwand, da sitzen die ganzen Nerven drin. Ja, hier oben ist Bauchdecke, hier ist die Vagina, hier der After. Wenn das hier stimuliert wird, da in der Zone liegen die Nerven. Oben ist die Klitoris drauf und in der Richtung ist die G-Zone. Ja, was ist denn in der Mitte? Nerven. Und das heißt, das Ganze gehört zusammen. Wenn also Klitoris und G-Zone gleichzeitig stimuliert werden, kann das auch nochmal förderlich sein. Das heißt, gegebenenfalls befriedigt sie sich vielleicht mal mit dem Finger außen, während er
bei der Penetration durch den Penis die Stimulation hat. Vielleicht hilft das auch. Ja, bedenkt solche Sachen. Baut die Stellungen ein bisschen um, variiert mal. Ein bisschen seitlich, ein bisschen mehr, ein bisschen kreisende Bewegung. Nicht immer pures rein raus, wir sind nicht im Porno. Ja, also wir sowieso nicht, aber ja. Ja, also eigentlich gibt es so viele Gründe, die dazu führen können. Und ihr für euch müsst halt irgendwie herausfinden, woran liegt es. Ja, was ist bei euch der Grund, dass es nicht so ist? Und total spannend fände ich, wenn jemand da draußen ist, der einen anderen Grund bei sich mal gefunden hat. Denn wir haben so jetzt das, was uns eingefallen ist, was wir gelesen haben und so weiter, alles zusammengepackt in diesem Video. Aber was gibt es noch für Gründe, die dazu führen können? Ja, vielleicht können wir die Liste komplettieren. Wir packen es wieder unter das Video. Unter dem Kurzvideo haben wir es vielleicht auch schon gesammelt. Es kommt unter beide Videos dann diese Liste. Was kann noch dazu führen? Denn im Endeffekt muss man manchmal wirklich auf die Suche gehen. Und diese Suche kann schwierig sein. Je schwieriger sie ist, desto mehr wird es zum Problem. Je mehr es zum Problem wird, desto mehr ist der Kopf abgelenkt, desto mehr konzentriert ihr euch nur darauf und denkt, oh, ich komme nicht. Und dann habt ihr da schon wieder ein eigenes, selbstgemachtes Problem. Ja, Teufelskreis, zack, einmal durchbrechen und dann kann der Spaß wieder losgehen, wenn alles gut läuft. Ja. In diesem Sinne, wenn euch das Video auf dem Sofa auch gefallen hat, ihr sagt, jo, die Serie ist gut, dann bewertet doch das Video oder schreibt uns drunter, oh nee, das ist aber doch zu viel Gequatsche. Wir würden das gerne mal wissen. Oder ob ihr sagt, boah, zwei Videos. Jetzt haben wir extra hier diese Couch. Ja, die Couch wird bleiben, aber ob sie jetzt hier vor der Kamera steht oder nicht, ist interessant. Wollt ihr das haben oder nicht? Echt nochmal Feedback dazu wäre gut. Wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt, schreibt doch mal kurz was dazu. Für uns ist das wichtig. Wir wollen Videos so machen, dass das möglichst vielen gefällt. Wenn wir jetzt kurze und lange Videos machen, ja, dann sagt der eine, mich interessieren die kurzen nicht, das geht mir zu schnell. Der andere sagt, die langen sind mir zu langweilig. Guckt nur das eine davon. Aber wenn ihr die guckt, wäre es super, wenn ihr sie bewertet. Dadurch verbreitet sich das, dadurch können wir weiter davon leben. Ja, like, geil, ist scheiße. Mich nervt es selber. Aber es funktioniert. Es ist scheiße, aber es funktioniert. Was soll ich denn machen? Ja, wir wollen, dass die Videos verbreitet werden, dass die geguckt werden. Wenn ihr das auch wollt, wenn ihr wollt, dass wir weitermachen, dass wir immer besser werden, dass wir immer mehr Videos rausbringen können, nicht nur Dienstag, Donnerstag und Samstag, ich freue mich drauf. Aber dann funktioniert es halt auch nur so. Ja, genau. Und diese ganzen Aktionen, ich würde gerne noch mehr rumreisen, ja, mit den ganzen anderen YouTubern Kooperationen machen, öfter Videos machen, diese Radio-Interviews und so, was wir so machen, regelmäßig mal Teamspeak-Sitzungen machen, wieder Livestreams machen. Das geht nur, wenn ihr die Videos mitverbreitet. Das heißt nicht, ihr müsst jedes Video liken, sondern nur die, die euch gefallen. Aber wenn sie euch gefallen, deswegen weisen wir darauf hin, weil manche sagen auch, ich vergesse das immer. Ich vergesse das Liken immer. Scheiße, ja. Wir weisen darauf hin, 2 Sekunden, maximal 3 Sekunden. Dauert aber so sowas. Sollte es ja auch sein, ne? Dass es irgendwie ein Geben und Nehmen ist. Wir machen Videos und wir können natürlich auch nur so davon leben, indem wir erfahren, was euch gefällt. Genau. Und wenn und ihr mal darauf sagt, ein Video, reagieren wir wieder. Ja, wenn ihr sagt, das Video ist totale Scheiße, bewerten heißt nicht immer nur Daumen hoch. Bewerten heißt auch, hey, ihr gerade labert nur so viel Scheiße über irgendwas, interessiert uns gar nicht. Und dann lassen wir das auch. Ja. Nö, ich mach weiter. Oh, Entschuldigung. Ist ja kein Outtake-Video hier. Also. Ja, also wir hoffen, dass ihr für euch den Weg findet. Wir werden unseren Weg mit euch finden. Es macht total viel Spaß und ich finde das Sofa eigentlich total geil. Ich auch. Ja, und deswegen machen wir die Kamera jetzt aus. Tschö.